Herzlich willkommen zum Kulturtalk heute aus dem CineStar. Wir befinden uns immer noch in der Max-Ophüls-Woche sozusagen. Heute ist eine sehr spontane Aktion, denn wir hatten die Gelegenheit, eine Teilnehmerin an dem Wettbewerb im Bereich Kurzfilm vor die Kamera zu bekommen, die darüber hinaus noch Saarbrückerin ist. Hallo, Alison Kuhn. Hallo. 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 Dein Kurzfilm Fluffy Tales hat gerade vor ein paar Minuten seine Premiere gefeiert. Wie fühlst du dich auch jetzt unter den aktuellen Bedingungen? Gut, ich bin froh, dass wir den Film im Kino zeigen durften, aber gleichzeitig auch ein bisschen traurig, weil nicht mein ganzes Team dabei war. Es dürfen ja pro Team nur 2 Mitglieder kommen und es ist schon, also wenn man Max Ophüls kennt, wie es normalerweise ist, ist es natürlich was anderes. Ich bin trotzdem super dankbar, wie die das hier gerockt haben in dieser hybriden Form. Das ist schon eine coole Sache. Die Premiere ist auch gut gelaufen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie ist es, wenn man so das erste Mal den Film auf der großen Leinwand vor echtem Publikum sieht? Aufregend. Man bangt natürlich mit und man spürt ja auch die Energie im Raum. Und das war jetzt aber ganz schön. Und es wurde an den Stellen gelacht, an denen ich es mir erhofft habe. Und geschaudert, an denen wir uns das so gewünscht haben. Also sehr gut. Auf das Thema Lachen und Schaudern kommen wir gleich noch zu sprechen. Du wurdest im letzten Jahr mit deinem, ich glaube, ersten Langfilm The Case You bereits ausgezeichnet. Das war der Preis Beste Musik in einem Dokumentarfilm. Später dann auch hast du den Deutschen Dokumentarfilmpreis für Kunst und Kultur erhalten. Vielleicht kannst du den Zuschauern, die vielleicht nur Filmfans sind, mal erläutern, was es für Filmschaffende bedeutet, bei Max Ophüls Preis eine Auszeichnung zu bekommen. Das bedeutet ganz viel. Also Max Ophüls ist ja das Nachwuchsfestival. Da wollen wir alle hin, auch wir Filmstudierenden. Das ist eine Vernetzungsplattform. Das sind ja auch Kontakte, die lange halten. Bin super dankbar, dass ich jetzt schon, ich glaube, den dritten Film hier haben durfte. Einmal durfte ich hier noch ein Drehbuch pitchen. Also das ist für mich echt so ein Nachhausekommen. Ganz familiär. Ja, ich habe es eben gesagt, du bist aus Saarbrücken. Also in Saarbrücken geboren, in St. Wendel aufgewachsen, zur Schule gegangen. Okay. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hast du das Saarland im Alter von 20 Jahren verlassen? Nee, mit 17. Mit 17 schon? Mit 17, ja. Okay. Wie ist es denn so nach den Ausflügen in die große, weite Welt zurück in die Heimat zu kommen? Das ist schön und nostalgisch und das hat sich auch ein bisschen verändert, jetzt auch durch Corona, weil ich ja, ich glaube, 1,5 Jahre lang nicht hergekommen bin, auch aus Vorsicht. Das ist irgendwie, ja, dann merkst du doch, wenn du irgendwie ein Jahr lang nicht hier bist, dass du das vermisst und was Heimat bedeutet. Und es ist natürlich trotzdem ein Clash der Kulturen. Also wenn ich jetzt Berlin vergleiche und das Saarland, das sind ganz andere Welten, aber ich liebe beide und ich finde den Mix irgendwie ganz toll. Der Kurzfilm Fluffy Tales, hast du eben gesagt, hat lustige Momente, wobei einem das Lachen ja sehr schnell im Hals stecken bleibt. Und gegen Ende wird es dann noch sehr skurril. Und auch das, in Anführungszeichen, Happy End ist eher schwierig. Vielleicht magst du die Geschichte mal kurz anteasern, ohne zu viel zu verraten natürlich. Es geht um ein Werbefotoshooting für ein neues Hundefutter, für das ein Hund, also quasi ein Model-Hund gebucht wurde und ein weibliches Model, wie das ja oft so ist. Egal, was das Produkt ist, da muss eine schöne junge Frau stehen. Der Hund spielt allerdings nicht mit, der hat keine Lust zu shooten. Deshalb wird er vom Set verbannt und der Lösungsansatz von dem Fotografen und der Kundin ist dann, dass das Model seine Rolle übernehmen soll. Also es ist eine Satire. Genau, und ab dann wird es dann irgendwie seltsam. Das Thema Machtmissbrauch in der Filmbranche und auch das Thema der Rolle der Frau in der Werbung, das wird da angesprochen. Das scheint dir sehr wichtig zu sein. Du hast das schon mal in dem eben genannten Film The Case You aufgegriffen. Hast du das selbst schon erlebt oder indirekt in deiner Jugendkarriere? The Case You behandelt ja einen Fall, in dem ich selbst als junge Schauspielerin involviert war. Und Fluffy Tales ist inspiriert von The Case You. Dazu vielleicht auch wieder die Corona-Geschichte, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dass Fluffy Tales ja eigentlich nie geplant war zu drehen. Ich wollte einen ganz anderen Film drehen, zu einem ganz anderen Thema im März 2020.
Und dann hatten wir ja Drehabbruch, mussten monatelang warten und mussten dann ganz spontan innerhalb weniger Wochen ein neues Drehbuch schreiben, einen neuen Film auf die Beine stellen. Und dann habe ich eben auch aus Zeitgründen auf meine Recherche von The Case U zurückgegriffen über Machtstrukturen und Grenzüberschreitungen, weil ich gar nicht die Zeit gehabt hätte, ein anderes Thema zu recherchieren in der Kürze der Zeit. Und so ist es dann entstanden. Wie lange hat diese Produktion gedauert und wie funktionierst du so, dass du unter Druck schnell mal so eine Idee raushauen kannst? Manchmal ist es gar nicht so schlecht, weil oft werden die Sachen auch nicht besser, je öfter man sie umschreibt und je mehr Köche dran kochen. Ich glaube, ich hatte so die Rohfassung des Drehbuchs irgendwie in 2 Wochen geschrieben, dann irgendwie noch weitere 2 Wochen Rewrites und Feedback und sowas. Parallel schon vorproduziert, Locations besucht, Casting und so weiter. Das war, wie lange haben wir produziert? Ich würde sagen, vielleicht mit Postproduktion 4 Monate oder sowas. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber so in dem Dreh. Mhm. Ja. Georg, der Hund ist nicht gut. Ein Hund spielt eine Rolle, der hat aber seine Rolle im Film ganz gut gemacht. Du hast mir eben erzählt, das war ein echter Filmhund. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuschauern noch erzählen, was es mit dem auf sich hat. Ja, das ist der Cube. Das ist ein frisch trainierter Filmhund und das war jetzt sein erster Auftritt. Also sein Debüt quasi. Der hat das super gemacht, auch seine Trainerin, die dabei war, die hat das klasse gemacht. Man hat natürlich noch gemerkt, dass er diese ganze Set-Atmosphäre noch nicht so ganz gewohnt war. Deshalb haben wir uns auch bemüht, wirklich diesen Drehtag so leise wie möglich zu gestalten. Wir sind da wirklich auf Zehenspitzen rumgeschlichen, damit der Hund irgendwie nicht verschreckt wird oder aufgewühlt wird. Und das war aber im Nachhinein, hab ich auch gerade beim Q&A schon erzählt, eigentlich eine ganz coole Sache, dass wir diese konzentrierte Atmosphäre an dem Tag hatten. Also eigentlich würde ich gerne weitere Drehtage so verbringen, als wäre da ein Hund am Set. Weil alle so konzentriert sind und aufeinander achten und das war irgendwie eine schöne Stimmung. Also der Film hat lustige Momente, aber auch verstörende. Gerade die zum Ende hin wird es sehr intensiv. Das war schon auch eine schauspielerisch starke Leistung. Auf jeden Fall. Also Alexandra Sagona, meine Hauptdarstellerin, die hat so einen tollen Job gemacht. Also ich wusste auch, nur sie kann das spielen. Ich habe auch nur sie gecastet, weil mir auch keine Alternative eingefallen wäre. Sie muss ja einerseits diese krasse schauspielerische Leistung verbringen und dann muss sie aber die glaubhafte Physis eines Models haben und auch groß sein. Also sie ist, glaube ich, 1,84 groß oder so. Das gehört ja alles dazu, um wirklich zu glauben, dass diese Konstellation da so stattfindet. Und ja, die hat alles gegeben, echt. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich den Film anzuschauen, die 15 Minuten oder was. 15:00. Ja, genau. mit einem spannenden Ende. Du bist jetzt heute noch in Saarbrücken, morgen geht's zurück. Worauf dürfen wir uns in diesem Jahr freuen? Was kommt von dir? Im November läuft mein Abschlussfilm auf Dreisat. Der heißt Schwarmtiere und ist eine Literaturadaption von Rainer Maria Rilkes Die Turnstunde. Und gerade bin ich noch als Autorin und Regisseurin in eine Serie eingebunden, aber da kann ich noch nicht mehr zu sagen. Okay, ist noch geheim. Verfolgst du ein bisschen, was hier noch läuft an Filmen? Hast du vielleicht Gelegenheit gehabt, den Premieren, also den Eröffnungsfilm zu sehen und hast vielleicht auch Empfehlungen für unsere Filmfans? Leider habe ich nur den Eröffnungsfilm gesehen, den kann ich aber empfehlen. Ja. Zu mehr reicht meine Zeit leider nicht. Das ist total schade, aber vielleicht online dann. Vielleicht online, genau, das ist ein Stichwort. Also das Programm gibt es hier in diesem schönen, in dieser schönen Broschüre, da könnt ihr euch das anschauen. Es gibt Online-Vorführungen, man kann in die Kinos gehen. Also wer Lust hat, kann auf jeden Fall sich die Filme anschauen. Für dich geht es nochmal zurück nach Berlin jetzt. Genau. Nach Berlin. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Schaut euch die Filme an, schaut euch auch Fluffy Tales an. Heißt das Tales? Genau, Tales. Fluffy Tales. Es lohnt sich. Vielen Dank. Tschüss, danke.